Lolangulasana ist die Balance auf den Fingern, die Waage auf den Fingern. Lola heißt Balance und Waage und Angula sind die Finger. Raffaella zeigt, wie es geht. Komme zum halben Lotus oder zum vollen Lotus. Dann lege dich auf den Rücken, gib die Hände unter das Gesäß, entweder Handflächen flach oder mache Fäuste. Dann gib die Knie nach unten und hebe Kopf und Brustkorb hoch. Noch fortgeschrittener ist, du hebst auch die Ellbogen hoch und balancierst dort nur auf den Fäusten oder nur auf den Händen. Diese Stellung hilft, Gleichgewicht zu entwickeln und Körperbeherrschung zu entwickeln. Typischerweise geht auch das Kinn zum Brustkorb hin und so ist das auch eine Übung, die etwas Jalandhara Bandha automatisch entwickelt. Ja, danke fürs Zuschauen. Raffaella, Eduard hinter der Kamera und Sukadev von www.yoga-vidya.de wünschen dir viel Freude beim Yoga.